Simon, ich bin der Moderator. Rechts neben mir ist Ulrike. Die macht gleich Fotos von euch und schreibt alles auf. Und links von mir der Schiri, der pfeift, der Ömer. Der pfeift und bedient die große Stoppuhr. So, wir befinden uns am Gymnasium Holzhausen, Hattingen. Wir freuen uns sehr. Und ihr wisst, um was es geht. Es geht um ein Konzert von Casper, das ihr gewinnen könnt in eurer Schule. Hey! So, wir spielen jetzt mit euch die 1-3-Schulduell-Quali. Hierzu erkläre ich jetzt die Spielregeln. Ich bitte um Ruhe. So, ihr sollt gleich 5 Fragen beantworten. Dafür haben 30 von euch Buchstaben bekommen, inklusive der Umlaute und dem scharfen S. Wo ist das scharfe S? Ihr seid wirklich scharf. Ja. Ihr steht jetzt im Startbereich, dort zwischen den Hüten, korrekt. Und hier vorne ist die Antwortfläche. Sobald ich die erste Frage zu Ende vorgelesen habe, sage ich noch, auf die Plätze fertig und der Schiri pfeift und die Zeit läuft. Und erst wenn der Schiri gepfiffen hat, lauft ihr los und bildet das Lösungswort auf der Linie hier vorne. Ihr müsst euch also so schnell wie möglich für eine Antwort entscheiden. Nur die Buchstaben, die ihr für die Antwort braucht, rennen zur Antwortfläche und stellen sich dort auf. Erst wenn alle Antwortbuchstaben ihre Karten vors Gesicht halten, also nicht einfach nur so dastehen, sondern wirklich die Antwort, den Buchstaben vors Gesicht halten, bitte. So. Erst dann wird wieder abgepfiffen und die Zeit gestoppt. Ist sie richtig, also auch hoffentlich richtig geschrieben, bekommt ihr einen Punkt. Wenn ihr die Antwort nicht bilden könnt, weil ihr sie nicht wisst, rennt ein Buchstabe auf die Ziellinie und hält seine Karte hoch vor das Gesicht. Wir haben uns schon geeinigt, dass es das X sein wird. Richtig? X? Du weißt Bescheid, okay? Es gibt aber dann keine Zusatzfrage und einen Punkt gibt es natürlich auch nicht. Nach jeder Antwort geht ihr bitte zurück zum Startbereich und ihr bekommt die nächste Frage. Das Wichtigste. Ich lese jede Frage nur einmal vor, also bitte ruhig sein. Nach der Frage hört ihr von mir auf die Plätze fertig und anschließend einen Pfiff vom Schiedsrichter. Sollte jemand von euch vor dem Pfiff des Schiedsrichters loslaufen, wird ein Fehlstart ausgelöst. Der erste Fehlstart ist noch okay, macht ihr aber mehr als einen Fehlstart, bekommt ihr für jeden weiteren 3 Strafsekunden. Wichtig, stellt euch bitte mit dem Buchstaben zu mir auf, sodass ich die Antwort richtig lesen kann. Also von mir aus gesehen, von links nach rechts. So, wir wollen das mal üben, indem ihr nach dem Pfiff das Wort Casper bildet. Ja, korrekt. Genau so, nur schneller. Okay. Nach der letzten Frage werden wir ein Foto für 1live.de von euch machen. Also bitte nicht direkt abhauen danach. Und auch währenddessen machen wir schon das ein oder andere Foto, also bitte immer schön posen. So, alles verstanden? Ja! Ja! Dann bitte ich nun um Ruhe und lese euch die erste Frage vor. Bitte Ruhe. Danke. Frage Nummer 1. Sport. Welche geometrische Figur ist in der Mitte eines Fußballplatzes zu sehen? Auf die Plätze, fertig! Richtig! Nice. Damit habt ihr euren ersten Punkt. So, bitte wieder Ruhe. Zweite Frage, Schulwissen. Was ist die nicht offizielle Abkürzung für die Bundesrepublik Deutschland? Auf die Plätze, fertig! BRD! BRD!
am zweiten Punkt. Yeah, immer weiter so. So, bitte wieder Ruhe. Dritte Frage, 1 live. Frage, der Tatort aus welcher Sektorstadt neben Köln wurde 2011 Münster, mit dem Sonderpreis für 1 live Krone ausgezeichnet. Münster, auf die Plätze, fertig. Das war leider ein Fehlstart. Oh, Fehlstart! Es wurde noch nicht gepfiffen. Oh. Wieder zurück in den Startbereich. Die Frage wird nicht nochmal vorgelesen. Und ich sage jetzt nochmal auf die Plätze. Fertig. Los. Richtig! Damit habt ihr euren dritten Punkt. Aber bitte jetzt keinen Fehlstart mehr machen. Das heißt, das 3 Sekunden Strafe. So, vierte Frage, aktuelles. Die Superblondine Daniela Katzenberger ist ein Multitalent. Ob Werbespots abdrehen, Bücher schreiben, singen oder belangloses Zeug in die Kamera sprechen. Es gibt kaum etwas, was Daniela Katzenberger noch nicht gemacht hat. Schreibt den Spitznamen dieser Frau. Auf die Plätze, fertig! Katze! Katze! Damit habt ihr euren vierten Punkt. So, bitte wieder Ruhe. Jetzt kommt die letzte Frage. Bitte aufgepasst. Aus dem Bereich Pop. Wie heißt das am 9. Januar geborene Baby der Sängerin Beyoncé Knowles? Achtung, auf die Plätze, fertig. IFY. Yeah, richtig, die Ivy. Damit habt ihr alle 5 Fragen richtig beantwortet. Das heißt, 5 Punkte in einer Zeit von 22 Sekunden und 85 Millisekunden. Damit seid ihr auf jeden Fall besser als das Gymnasium in der Waldstraße. Wir hatten fast 27 Sekunden. Alles klar. Das war's. Vielen Dank. Wir machen jetzt noch ein Foto. Also bitte die Buchstaben und die bekommen natürlich auch die Gruppen. Namen bilden könnte von der Schule. Und jetzt einmal Pause. Und Armin Lopez, bitte mehr Freude. Super, vielen Dank. Euer Ergebnis und Foto könnt ihr im Netz auf 1Live.de sehen. Die 5 besten Schulen der Qualifikationsrunde spielen das Finale vom 26. bis 30. März. Ey, wir waren richtig.